Wir vom Kultmagazin haben uns für euch zum Thema Kulturarbeit am Land informiert. Wir waren zu Gast bei Susi Glier von der Theatergruppe Oberndorf und bei Christa Haasfurter, die Leiterin des Theaters Body and Sole in Hallein. Wir haben zuerst einmal einen Kulturverein gegründet in Oberndorf. Der setzt sich zusammen aus der Sparte Musik, Künstler und Theater. Und dann habe ich eine Theatergruppe gegründet, ganz spontan, weil ich mir gedacht habe, ich habe alte Theaterbücher von der Großmutter von meinem Mann, die mit einem Wandertheater unterwegs sind. Und habe mir gedacht, das gehört eigentlich wieder mal gespürt und habe dann über die Gemeinde im Mitteilungsblattl einmal einfach die Oberndorfer aufgefordert, wer Interesse hat, soll sich bei mir melden, und so ist das entstanden. Überraschenderweise haben sich dann relativ viele Leute gemeldet, die gern Theater spielen in der Region. Und weil es da bei uns nichts gibt, haben wir eine Gruppe gegründet, eine Theatergruppe über den Kulturverein. Und wir spielen jetzt heuer die 5. Saison. Und jetzt haben wir toll umgebaut, weil wir natürlich Auflagen erfüllen müssen, Betriebsstättengenehmigungen brauchen, Veranstaltungsbewilligungen. Und da werden verschiedene Dinge vorgeschrieben, wie Toilettenanlagen, statische Geschichten, und das müssen wir alles erfüllen, und das sind wir jetzt gerade dabei, alles herzurichten, und im Herbst spielen wir dann wieder. Naja, das Theater ist 1993 gegründet worden, im Februar 1993, und wir haben dann im Herbst schon die erste Produktion gehabt. Und es war von Anfang an so, dass es unter professioneller Leitung gelaufen ist, aber ich habe damals kein Geld bekommen und ich wollte einfach Theater machen, und deshalb habe ich dann Amateure angesprochen, und das ging also auch durch die Zeitung, und so ist die erste Gruppe Theater Body and Soul entstanden. Viele Salzburger Theatergruppen sind Mitglied beim Amateurtheaterverband. Welche Rolle dieser einnimmt, erklärt uns Martin Leist. Ja, der Salzburger Amateurtheaterverband ist vorwiegend dafür zuständig, dass seine Mitglieder aus- und weitergebildet werden. Wir haben eben 100 Mitgliedsgruppen circa und schauen eben darauf, dass wir unterschiedliche Workshops organisieren für die Mitglieder, dass wir Theaterwerkstätten anbieten. Also es gibt da Förderung, wenn man mit professionellen Regisseuren zusammenarbeitet oder auch wenn man so Coaching macht. Da gibt es eben die Theaterwerkstätten Regie, Coaching. Also die Kriterien sind uns ganz wichtig, dass jede Theatergruppe, die von uns eine Förderung bekommt, auch entsprechend weitergebildet wird. Also das liegt uns am Herzen, dass man jetzt sagt, man spielt nicht 5 Jahre mit dem gleichen Regisseur und kriegt dann immer wieder das Gleiche mit, sondern man darf maximal 2 bis 3 Jahre mit einem Regisseur arbeiten und dann einfach wieder einen Wechsel machen, dass man einfach auch was Neues lernt. Im Gegensatz zum Theater Body and Sole ist die Theatergruppe Oberndorf Mitglied des Salzburger Amateurtheaterverbandes. Uns interessiert, welche Fördermittel dem Amateurtheaterverband zur Verfügung stehen und welche Finanzierungsmöglichkeiten es sonst noch gibt. Im letzten Jahr haben wir eben das Theaterfestival gehabt, da haben wir 83.000 Euro bekommen. Und es ist auch mit den politischen Entscheidungsträgern so abgestimmt, dass wir einfach mit diesem Geld nicht auskommen, dass wir dieses Angebot, dieses große Angebot, was wir einfach anbieten wollen, machen können. Und deswegen wird es da sicher nächstes Jahr, ist uns auch in Aussicht gestellt worden, dass wir da in Richtung 100.000 kommen. Ob wir es dann erreichen, das wird sich weisen. Ja, wir haben uns ganz einfach von vornherein nicht auf andere verlassen und haben gesagt, wenn wir eine Theatergruppe gründen wollen, dann müssen wir das eigenständig schaffen, ohne großartige Subventionen. Wir sind zwar Mitglied beim Amateurtheaterverband, aber da sind eher, ich glaube, das sind noch bei 200 Gruppen, die da Salzburg landesweit dabei sind. Und was unser Wichtiges war, Unabhängigkeit. Und also von der Gemeinde gibt es halt nicht weiß Gott was für Unterstützung. Und auch vom Land nicht wirklich. Also jetzt haben wir, wie machen wir das? Wir haben private Förderer, das ist einmal der uns da spielen lässt, die Familie Schindler, Karl. Und wie geht es uns? Es geht uns gut. Ja? Und wir verlassen uns halt eigentlich auf uns selber. Also ich bekomme einmal Geld eigentlich nur von der öffentlichen Hand. Und nachdem es ja in Österreich so ist, dass das Subsidiaritätsprinzip herrscht, also wenn die erste Gemeinde, wenn die Gemeinde was gibt, dann gibt das Land was, und wenn Gemeinde und Land was gibt, dann hat man die Möglichkeit, dass auch der Bund was gibt, und so läuft es. Ja? Also ich kriege von der Stadtgemeinde Hallein, ich kriege vom Land Salzburg und ich bekomme vom Bund.
Ländliches Theater scheint ein nicht allzu einfaches Unterfangen zu sein. Doch haben es die Theater am Land wirklich schwieriger als die in der Stadt? Ich glaube nicht, weil die Theatergruppen am Land sehr gut in die dörfliche Struktur integriert sind. Es gibt ja viele Vereine und da haben wir es einfach ein bisschen leichter, weil die einfach kennen und Gegenbesuche dann auch machen. Und auch die Theatergruppen am Land sich gegenseitig besuchen. Und das ist gerade in der Stadt ein bisschen schwieriger, weil da muss man richtig investieren, viel mehr in Werbung, dass man richtig die Leute zuüberkriegt. Und da tut man sich am Land, glaube ich, ein bisschen leichter. Was das Thema Förderung anlangt, was das Thema Infrastruktur anlangt, da ist es wirklich schwierig und zäh. Denn es gibt viele Theater am Land, aber es gibt wenig professionelles Theater. Das ist jetzt nicht, dass ich mich über die Amateur-Theatergruppe, was die Qualität anlangt, hinwegsetze, sondern das, was ich damit sagen will, wenn ich professionelle Schauspieler engagiere, wenn ich einen Bühnenbildner habe, wenn ich einen Kostümbildner habe, wenn ich die gesamte technische Infrastruktur habe, die nur mit Profis besetzt ist, dann kostet das Geld. Ob es Theater am Land oder in der Stadt schwieriger haben, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Klar ist aber, dass Kultur am Land gefördert werden soll. Mir wäre wahnsinnig wichtig, dass eben auf das mehr Augenmerk, dass die Kultur am Land ganz einfach erhalten bleiben muss und dass so Eigeninitiativen nicht nur zusätzlich von irgendwelchen gesetzlichen Auflagen nur behindert werden. Das ist ein großes Thema, weil wir sind alle irrsinnig engagiert und das, was uns dann wirklich oft immer wieder zermürbt, sind diese ganzen gesetzlichen Auflagen. Ja, was ich mir wünsche ist, dass es uns gelingt, dass wir ein schönes, großes Kulturhaus für viele Kulturinitiativen bekommen, wo man Musik machen kann, Theater machen kann, Ausstellungen, ja, alles Mögliche. Ja, mir ist einfach wichtig, dass jedes Theater auch am Land und auch in der Stadt, egal was für Genre das gespielt wird, es gibt ja sehr viele Theatergruppen vom SAV, die sich sehr stark weiterentwickeln, mit professionellen Regisseuren auch zusammenarbeiten. Es gibt aber auch Gruppen, die einfach ländliche Bauernstückchen spielen, sage ich jetzt einmal. Und es hat alles seinen Wert.